So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs. Heute mit einer beeindruckenden jungen Frau. Caro Kauer ist Influencerin, hat mit ihrem Mann zusammen eine Agentur, die Unternehmen beim Influencer-Marketing berät. Und Caro, du hast nebenbei auch noch eine 2-jährige Tochter. Ich denke, die Frage wirst du nicht zum ersten Mal gehört haben, aber es hört sich für mich so nach einem 36-Stunden-Tag an, den du täglich hast. Ja, ich glaube, so einen 36-Stunden-Tag würde ich mir tatsächlich wünschen. Ich könnte den ganzen Tag auf jeden Fall ausfüllen mit Arbeit. Also mir ist es nicht langweilig. Lass uns mal so ein bisschen über das Influencer-Marketing heute noch sprechen, aber wir wollen auch mal so zurückschauen. Du bist 27, darf man sagen, du bist noch eine sehr junge Frau. Ich denke mal, du bist so vor 7, 8 Jahren vielleicht auch ins Berufsleben eingestiegen. Da gab Social Media noch gar nicht so. Was waren so deine ersten Schritte, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt in diesem Bereich vielleicht auch ein bisschen aktiv werden? Also ich habe 2014, also es war Ende Juli 2014, habe ich ja meinen ersten Instagram-Post hochgeladen, aber wirklich ohne jegliche Intention. Da waren wir auf dem Weg zum Gardasee und dann habe ich das Bild hochgeladen und das war mein Start in diese ganze Social-Media-Geschichte. Und genau, aber da hatte ich noch wirklich gar keine Intention. Also ich bin da reingerutscht, muss ich sagen. Kannst du dich noch an dein erstes Bild erinnern? Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, das war dieses Bild, wo mein Mann und ich an Gardasee gefahren sind. Und da hatte ich noch eine Sonnenbrille auf und habe dann nur, glaube ich, nur dazu geschrieben, Hello Instagram. Und das war Ende Juli 2014. Jetzt habe ich mir ja gestern mal deine Bilder durchgeschaut. Also Bilder hast du so ungefähr ein bisschen über 1000 gepostet, genau. auf Instagram. So die ersten Bilder, die lagen so ungefähr so bei 200 Likes, die ich jetzt gestern gesehen habe. Mittlerweile geht das schon hoch, so bis auf 7.000, 8.000, 9.000 für ein einzelnes Bild. Wann hast du denn gemerkt, dass einfach sich so eine Euphorie auch ein bisschen entwickelt um dich und deine Person und deine Bilder? Ich glaube, da gab es noch nie so einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt geht es irgendwie schnell, sondern das ist einfach ein stetiger Prozess. Ich bleibe einfach immer dran. Ich poste täglich mindestens ein Bild, manchmal sogar 2 Bilder, wenn es gut läuft 3. Aber ich glaube, so einen richtigen Wendepunkt gab es noch nie. Also man muss einfach dranbleiben. Ich hatte das Gefühl, dass ich letztes Jahr, das war im Sommer, da gab es so ein Tutorial für meine Haare, ein Do-Tutorial, und das habe ich hochgeladen und da hatte ich so einen gewissen Push in dem Sinne, dass einfach viele diesen Dutt nachgemacht haben. Dann entstand auch aus dem Nichts dieser Hashtag Caro Kauer Dutt. Und da hat mich jeder auf seinen Bildern markiert. Und ich glaube, da hatte ich so einen ganz, ganz kleinen Push. Aber das war es dann auch schon. Aber ansonsten ist das wirklich ein Prozess, der einfach fortläuft. Und glaube ich, dass viele noch gar nicht so viel anfangen können mit diesem Influencer-Marketing oder so. Es gibt dann so Gurus, die sagen, man soll die Leute nicht erschlagen mit Bildern am Tag, also einfach nicht auch zu viel hochposten. Wie siehst du das Ganze? Ja, also ich denke, jeder soll das so machen, wie er möchte. Wenn er Lust hat, 5 Bilder hochzuladen, dann soll er das tun. Ich glaube, Instagram selber hat jetzt so einen gewissen Algorithmus und da munkelt man einfach auch viel. Und ich würde jedem einfach mal raten, so maximal 3 Bilder hochzuladen, wenn er das einfach beachten möchte. Und ansonsten reicht aber auch 1. Aber 1 sollte schon sein, dass man einfach im Gespräch bleibt, dass Instagram einen auch zeigt. Aber es wird dann nicht reichen, einfach ein Bild hochzuladen, glaube ich jetzt mal. Ne? Du hast über 91.000 Fans auf Instagram. Ich glaube, die wollen ja auch was von dir, oder? Wollen sie so eine Interaktion auch, dass man sich auch mit dem beschäftigt, auch wenn dann mal irgendwelche Antworten, Retweets oder so kommen auch? Ja, auf jeden Fall. Also diese Community-Pflege betreibe ich auch tatsächlich. Also ich gehe dann hin und wenn ich eben so ein Bild hochlade, was natürlich auch immer im Tageslicht passieren sollte, weil einfach das Licht schöner aussieht, die Haut sieht schöner aus und so weiter, dann zeige ich eben meine Fashion-Posts und wenn ich dann eben Kommentare darunter bekomme, dann antworte ich auch meistens darauf, wenn es die Zeit zulässt. Ja. Jetzt lass uns mal so teilhaben an so einem Tagesablauf dann. Ich meine, du hast ein Kind, das wird wahrscheinlich früh in den Kindergarten gebracht werden oder muss auf mit Frühstück versorgt werden. Wie schaffst du dann oder wie gliederst du deinen Tag dann auch so tagsüber? Also es ist tatsächlich momentan noch so, dass meine Tochter noch nicht in die Kita geht. Okay. Also genau, sie ist quasi den ganzen Tag bei mir. Und morgens, also eigentlich ist das ein ganz normaler Tag, morgens frühstücken wir, dann gehen wir auf den Spielplatz, dann gibt es irgendwann Mittagessen, Mittagsschlaf, dann wird sie wieder wach und dann gibt es Nachmittagssnack und dann gehen wir wieder raus spielen. So, und zwischen den ganzen Sachen kommt natürlich Instagram immer mal wieder vor, dass ich eben den ganzen Tag dokumentiere, dass ich zwischendrin auch mal eben Bilder mache, wenn es die Zeit zulässt. Natürlich muss man auch sagen, dass ich eine große Unterstützung habe durch meine Mama, wo ich dann eben nachmittags zum Beispiel sagen kann, so, und jetzt hast du Oma Nachmittag zur Kleinen, ja. Und da
entsteht dann auch sehr viel Content, dass wir dann mal wirklich in die Stadt fahren und dann einfach schöne Bilder produzieren. Genau. Du hast deine Tochter, oder ich habe deine Tochter jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Ich habe mir auch Fotos angesehen. Du nimmst deine Tochter auch mit auf Fotos teilweise. Mhm. Ja. Gibt es ja viele, die sagen, okay, mache ich nicht so gerne, ich möchte mein Kind oder so ein bisschen Privatsphäre auch noch haben. Warum machst du es anders? Also ich mache es anders, weil wir einfach gewisse Prinzipien verfolgen und das ist dann für uns einfach in dem Fall so, dass wir sie in keiner unangenehmen Situation ablichten, vor allem auch nicht, wenn sie irgendwie im Bikini rumspringt oder nackt ist oder so, das machen wir gar nicht. Wenn ich eine Instagram-Story zum Beispiel drehe und es ist ein Ort, wo man nachvollziehen kann, wo wir sind, dann drehe ich zwar diese Sequenzen, und lade es dann erst zu einem späteren Zeitpunkt hoch, wo wir einfach nicht mehr oder wo andere nicht mehr nachverfolgen können, wo wir sind. Und das gibt einfach eine gewisse Sicherheit. Und diese ganzen Prinzipien, das macht es für uns einfach in dem Sinne okay, dass wir sie zeigen und präsentieren. Okay, Caro, fürs Erste soll es das gewesen sein. Wir wollen aber gleich noch ein bisschen mehr von dir wissen. Zum Beispiel nämlich auch, wie kommt man in diesem Bereich an Kunden heran? Was möchte Caro ihren Fans dann auch vermitteln? Aber das alles erst nach der Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück beim Stadtgespräch. Mein Gesprächspartner heute, Caro Kauer. Sie ist Influencerin bei Social Media, bei Instagram über 91.000 Follower. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie Caro dazu gekommen ist, zu der ganzen Geschichte. Caro, ich habe bei dir auf der Homepage auch ein bisschen, du bloggst seit 2018 auch mal ein bisschen nachgelesen. Und dort steht, du möchtest nicht ganz so abdriften in diese Modewelt. Du möchtest auch ein bisschen Bodenständigkeit den Menschen draußen vermitteln. Wie schaffst du das dann auch? Weil man sieht dich ja doch auch oft High Fashion dann auch natürlich auf diesen Bildern dann dort stehen. Also an sich zeige ich den Mädels oder meiner Community auf meinem Account, dass man sich im Alltag einfach auch schön kleiden kann, dass man vor allem als Mama nicht zurückverfallen sollte in dieses, ich möchte einfach nur Gemütlichkeit, ich möchte Jogginghose und T-Shirt raus, weil das natürlich schon die bequeme Variante wäre. Aber ich finde, man kann sich auch auf dem Spielplatz mit einer hübschen Shorts mit einem schönen Gürtel und einem schönen Top zeigen. Und das versuche ich einfach so ein bisschen zu präsentieren und zu sagen, dass es einfach auch, ja, dass man sich einfach auch hübsch kleiden sollte, weil genau das strahlt man dann auch von innen aus, wenn man sich einfach schon vom Gesamtpaket wohlfühlt, dass man dann einfach diesen gewissen Glow einfach hat. Das heißt, du würdest nicht mal mit Jogginghose auf die Straße gehen, aber zu Hause vielleicht mal? Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht mit Jogginghose rausgehe, aber das war ich schon immer. Also das war ich auch schon in der Schule. Ich weiß noch, bei meinem Abitur, da sind ganz, ganz viele mit Jogginghose angekommen. Und selbst da war ich so, dass ich mich immer so, das, was ich trage, so fühle ich mich auch. Und deshalb war das für mich noch nie irgendwie eine Option, mit Jogginghose rauszugehen. Aber trotzdem vermittelst du bei deinen Stories auch teilweise eben diesen Nicht-Perfektionismus. Ne? Also man sieht ja dann auch mal zu Hause bei dir, das ist nicht ganz aufgeräumt ist, du bist nicht perfekt geschminkt teilweise auch. Warum stellst du sowas dann auch ins Netz? Das ist mir unheimlich wichtig, das den Leuten einfach zu zeigen, dass gerade diese Instagram-Welt, dass es einfach nicht perfekt ist. Und weil ganz oft bekomme ich Nachrichten, dass wir ja so toll organisiert wären und so weiter. Und das ist nicht immer so. Also wir haben auch unsere Tage, wo etwas schwieriger läuft als sonst. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, mal zu zeigen, hey Leute, bei uns sieht es zwar auf diesem Instagram-Bild, weil es halt einfach schön im Feed aussieht, ganz arg toll aus, aber guckt mal, wenn ich jetzt mit der Kamera umschwenke, da ist so ein Berg voller Kartons oder so ein Berg voller Wäsche und ich komme gerade auch nicht hinterher. Es ist super viel los und ich möchte, dass die Leute das auf jeden Fall wissen, dass sie sich auch nicht schlecht fühlen sollen. Bei mir geht es auch teilweise so, dass ich ganz tolle Accounts anschaue, wo alles in weiß eingerichtet ist. Und da ist, selbst wo Kinder rumspringen, sieht es aus wie geschleckt quasi, würde der Schwabe sagen. Und ja, das möchte ich eben vermitteln, dass das einfach nicht die Realität ist, dass einfach da, vor allem da, wo auch Kinder sind, da liegen halt Spielzeuge auf dem Boden und so weiter. Und ich finde das wichtig, dass die Frauen da draußen auch wissen, dass sie nicht schlechter sind, nur weil es bei denen nicht aufgeräumt ist, weil bei uns ist es halt auch so. Wirst du draußen auf der Straße dann auch auf diese Videos, auf diese Stories vielleicht auch angesprochen? Also wirst du auch schon erkannt, dass du nicht mehr so richtig durch die Öffentlichkeit laufen kannst? Ja, also ich werde schon erkannt und das erstreckt sich wirklich, egal wo wir sind. Also wir waren auch letztens in London, das hätte ich natürlich zum Beispiel gar nicht erwartet, aber auch in London wurden wir erkannt.
Und aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit Scheuklappen jetzt rumlaufen muss. Also so in dem Ausmaß ist es jetzt nicht. Aber es ist schon so, wenn man rausgeht, wird man auf jeden Fall von ein, zwei Leuten auf jeden Fall erkannt. Ja. Wie läuft das eigentlich so vom Geschäftsmodell her? Ich denke, viele Unternehmen werden es auch noch gar nicht so richtig drin haben, dieses Influencer-Marketing. Kommen die Kunden auf dich zu und sagen, ich habe mal geschaut, du hast, glaube ich, 75% deiner Follower sind Frauen, 25% sind Männer. Mhm. Kommen dann die Kunden auf dich zu und sagen, hey, deine Zielgruppe ist so 25, 35, bitte mach das Outfit jetzt für uns mal in ein Foto oder so? Ja, also den Kunden an sich ist auf jeden Fall die Verteilung wichtig. Also in dem Sinne ist es jetzt natürlich wichtig, dass die dass ganz viele Frauen mir folgen und deshalb macht es natürlich Sinn, eben Fashion für Frauen zu zeigen und nicht zum Beispiel manche bekommen ein Parfüm für Männer zugeschickt, dass sie das quasi in der Story dem Mann schenken sollen, wie auch immer. Das passiert bei mir super selten, weil ich einfach diese Verteilung habe, dass mir super viele Frauen folgen und natürlich muss die Werbung an sich alters- und zielgruppengerecht sein. Es gibt Firmen, die achten darauf. Es gibt aber auch Firmen, die schicken mir wahllos eine E-Mail raus, die einfach vermuten könnten, passt oder passt es nicht. Sie wissen es gar nicht genau. Und deshalb sind wir immer dran, also mein Mann und ich, er unterstützt mich da. Wir gucken da wirklich immer die E-Mails durch, gucken uns die Brands an und gucken dann, was passt. Also das Erste ist, was passt zu mir. Genau, das heißt, es gibt auch irgendeinen Punkt, wo du sagst, pass auf. Nehme ich nicht an. Will ich auch gar nicht präsentieren. Ja, ganz viel, ganz viel. Also es ist mittlerweile so, dass ich so um die zwischen 15 und 20 E-Mails bekomme am Tag. Und das natürlich alles mit Angeboten für Werbepostings. Und da muss man natürlich auch, man muss auswählen, weil sonst würde mein ganzer Account voller Werbung wahrscheinlich, wie nennt sich's? Ja, voll sein. Voll sein, genau. Also das heißt, du machst... Schaust schon auch ein bisschen drauf, dass neben diesen Werbeposts auch genug Privates über dich ist, um deine Geschichte nach außen auch zu vermitteln? Ja, das ist mir ganz wichtig, dass zwischen diesen Werbeposts, es ist generell so, ein Werbepost ist bei mir natürlich schon ganz arg das, was ich auch bin. Also ich achte darauf, dass natürlich das Produkt, was ich bewerbe, dass das auf jeden Fall mich widerspiegelt und meine Community. Und genau. Gibt es noch so Ziele, Caro, die du dir gesetzt hast? Will man dann irgendwann die 100.000 voll machen, wenn man jetzt sieht, man hat 90.000? Ja, auf jeden Fall. Also das würde mich auf jeden Fall freuen, das definitiv. Aber ich mache einfach mein Ding und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da einfach man selbst bleibt. Sich einfach nicht verstellt. Und sich einfach nicht verstellt. Und ob es jetzt langsamer geht oder schneller, ist mir im Endeffekt eigentlich egal. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass meine Community mir folgt und zwar die Community, die mir auch wirklich folgen möchte. Und nicht nur, weil ich die 100.000 voll haben möchte, sondern die sich einfach von mir inspiriert fühlen. Also kein wahlloses Losgehen auf die Community, sondern einfach die auch wirklich dann so bedienen, wie sie es braucht. Genau. Caro, war ein sehr nettes Gespräch mit dir. Ich hoffe, das wirst du irgendwann erreichen, die weiteren Ziele. Ich hoffe, sie hatten genauso viel Spaß wie wir beide und haben jetzt ein bisschen Einblick bekommen, was es bedeutet mit Influencer Marketing. Und dann bis zur nächsten Woche beim nächsten Stadtgespräch. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss.